Moin Moin und herzlich willkommen zu einer kleinen Tutorial-Serie, die ich ins Leben rufe. Und zwar handelt es sich um Wolfskins Pro Tips. Heute geht es um das Thema HUD oder HUD, was auf Englisch so viel wie Heads-Up-Display heißt. Das ist das, was ihr gerade im Bild sehen könnt, in Großaufnahme. Es handelt sich dabei quasi um das, was ihr sehen könnt, wenn euer Mech eingeschaltet ist und funktioniert. Alles, ist, was quasi nicht Spielgrafik ist, sondern so auf dem Bildschirm quasi gezeigt wird, auf dem Fenster von dem Mech, das ist das sogenannte HUD. Das heißt, das lustige Rote und das Gelbe und das Grüne und so weiter und so fort. Und ich wollte euch mal auf ein paar Kleinigkeiten aufmerksam machen, die quasi als fortgeschrittenen Tipps durchgehen können, weil Anfänger da häufig noch gar nicht die Übersicht haben, um auf alles zu achten. Gut, fangen wir an mit dem Gradmesser. Das ist dieses hier oben. Da handelt es sich um eine 360-Grad-Anzeige. Da sieht man auch, dass an der Stelle die Himmelsrichtungen eingezeichnet sind. Wenn man also einem Mitspieler mitteilen möchte, wo sich ein Gegner befindet, dann macht es durchaus Sinn, die Gradzahl anzusagen, statt links, rechts, da vorne, hinten erstmal die Map aufzumachen, zu gucken, welches Minigrid das ist. Mit der Gradanzahl bekommt man quasi eine sehr schnelle Information für alle, weil für alle die Gradzahl gleich ist, wo sich der Gegner ungefähr befindet. Man kann das auch mit den Himmelsrichtungen machen. Dann sagt man, ich weiß nicht, so und so viel Grad Richtung Nordost. Ganz einfach, dann sieht man da oben ganz einfach, wo es lang geht. So, der zweite Tipp, also der erste ist jetzt schon mal nicht so ganz leicht umzusetzen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, wir probieren das auch, aber es klappt bei weitem nicht immer. Ihr hört das auch nicht so oft in den Videos. Lohnt sich aber. Der zweite Pro-Tipp, da handelt es sich um eine kleine Ergänzung zur Minimap. Und zwar ist es so, ihr seht ja da unten diese Minimap, quasi der kleine Kartenausschnitt, den ihr in eurem HUD angezeigt bekommt von der großen Karte. Dort seht ihr manchmal diese kleinen roten Dreiecke, das sind eure Feinde. Und ihr seht diese manchmal auf der Minimap auftauchen und auch wieder verschwinden. Und zwar verschwinden die, wenn ihr die aus eurem Sichtfeld verliert, dann gehen die raus. Kleiner Pro-Tipp, das Modul Target Retention, 360 Target Retention, das verhindert das, dass das Ziel rausfällt. Das heißt, selbst wenn es sich hinter euch bewegt, wird es euch auf der Minimap weiter angezeigt und damit könnt ihr auch sehen, wo genau auf der Minimap dieser kleine Pfeil hinzeigt und damit seht ihr die Ausrichtung des Gegners. Sehr, sehr praktischer Tipp, sehr, sehr praktisches Modul. Ist nicht so ganz leicht zu bekommen, kostet ziemlich viele GXP, die man sich entweder hart A spielen muss oder eben kaufen mit MCs und dann umwandeln. Ja, aber ich würde mal sagen, lohnenswert ist das Modul auf jeden Fall. So, kommen wir zum dritten Pro-Tipp. Es handelt sich dabei um die Zielinfos. Wie ihr seht, in der Mitte ist das gegnerische Ziel ja immer, falls ihr dann den Knopf R benutzt, was ganz wichtig ist, dann seht ihr immer ein Mech in so vier roten Linien, in so einem Kästchen quasi drin. Und da stehen noch ein paar mehr Informationen an diesem Kästchen dran, die man auf den ersten Blick vielleicht so gar nicht richtig wahrnimmt. Auf der rechten Seite könnt ihr die Bezeichnung des Mechs sehen, den Namen des Spielers darüber und auf der linken Seite den prozentualen Gesamtzustand des Mechs, also wie heile der insgesamt ist, und darunter eine Meterzahl. Diese Meterzahl ist die Entfernung zu eurem Ziel. Das ist eine sehr, sehr praktische Angabe, wenn man nämlich die Werte der eigenen Waffen im Kopf hat, dann weiß man, dass man sich in einer guten oder schlechten Entfernung zum Ziel befindet und wann man abdrücken muss. Ganz besonders sei hier das Augenmerk zum Beispiel auf das Waffensystem SRM, also KSR auf Deutsch, Kurzstreckenraketen gelegt. Denn Kurzstreckenraketen fliegen ja in einer sternförmigen Bewegung, so ein bisschen in der Wellenform. Und die Dinger sind auf genau 170 Meter und auf genau 270 Meter am engsten gebündelt. Wenn ihr mal so eine Salve von SRMs abschießt, dann werdet ihr sehen, wie die fliegen. Die überkreuzen sich quasi bei 170 Metern und bei 270 Metern wieder und dazwischen fächern die auf. Und wenn ihr gezielt mit den 170 Metern zum Beispiel arbeitet oder mit den 270 Metern, werdet ihr viel, viel mehr Schaden beim Gegner anrichten, weil deutlich mehr Raketen zentriert auf dem Mech eintreffen. Eine ganz wichtige HUD-Anzeige, Meterzahl daneben. Darüber könnt ihr sehen einen Buchstaben in der Mitte oben. Das ist der Buchstabe, den
dieses Ziel, dieses ganze Spiel übertragen wird, der ändert sich jetzt nicht. Also dieser Mech, genau der von dem Spieler gefahren, dieses Chassis, hat in diesem Match genau immer diese Bezeichnung. Das ist einfach ein sehr, sehr praktisches Mittel, wenn ihr euer Feuer fokussieren wollt als Gruppe. Sprich, ihr spielt mit mehreren Leuten zusammen, dann sagt einer an, jetzt Ziel Bertha, B wie Bertha, das am besten vielleicht auch ein, zweimal wiederholen, damit auch jeder das mitbekommt. Und dann kann jeder, wenn er durchschaltet durch seine Ziele und sofort, wenn er das Ziel B sieht, kann er sein Feuer auch mit darauf konzentrieren. Warum das Sinn macht, erläutere ich nochmal später in einem Taktik- und Strategie-Pro-Tipp. Das kommt aber mit dem nächsten Tutorial, da will ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen. Wichtig ist nur hier, B ist hier eine wichtige Information. Das kann auch alle andere, jeder andere Buchstabe quasi sein aus dem Alphabet, aber das ist halt das, was dann angezeigt wird. Ihr seht dann hier rechts noch eine kleine Raute sozusagen. Das ist das Zeichen für, dieser Mech ist von Tech betroffen. Das bedeutet, dass ein Tech-Laser auf diesem Mech wirkt und wenn ihr LSR auf den abfeuert, auf Englisch LRMs, dann treffen die besser. Also, wenn ein Ziel so markiert ist, dann auf jeden Fall die Raketen auf dieses Ziel konzentrieren. Das macht den Schaden deutlich höher, weil mehr Raketen beim Ziel ankommen. Und links seht ihr noch so ein kleines Anzeigchen, das sieht so aus, als wenn euer Handy-Akku leer ist oder euer Empfang runtergeht und diese Balken leer werden. Das ist das Symbol, wenn der Mech von ECM, von freundlichem ECM betroffen ist, dann kriegt er diese leere Akkuanzeige quasi, um anzuzeigen, dass seine Systeme gestört sind. Wenn das ECM da steht und das durchgestrichen ist, dann bedeutet das, dass sein eigenes ECM gekontert wird. Kriegt er so ein kleines rotes Auge mit einem Punkt in der Mitte drin, ja, dann bedeutet das, dass er selbst von ECM profitiert. Das seht ihr hier bei den freundlichen Mechs in diesem Bildausschnitt. So, dann kommen wir zu dem vierten Pro-Tipp zum Thema HUD. Benutzt die Taste R. R. Benutzt die Taste R. Wenn ihr spottet für eigene LSR-Mechs, schaltet nicht wie wild durch R durch. Konzentriert euch auf ein Ziel, nehmt dieses Ziel rein und lasst es nicht wieder los. Denn wenn ihr das tut und der Raketenmech hat gerade welche abgeschossen, verliert er sein Ziel und die Raketen gehen ungelenkt einfach irgendwo in den Boden, wo der Mech vorhin gestanden hat. Wenn er sich bewegt, dann bedeutet das in dem Moment, wo ihr das Ziel wegnimmt, dass er nicht mehr getroffen wird. Also nochmal, Taste R, unbedingt benutzen. Das ist wirklich das wichtigste Instrument auf dem Schlachtfeld. Das ist wichtiger als euer Mediumlaser, den ihr gerade in das Ziel beraten wollt. Das ist wichtiger als eure Rakete, die ihr abschießen wollt. Und das ist auch viel wichtiger, ja, als irgendwelchen Bubblekram, den man ansonsten machen kann. R ist wirklich eine wichtige Taste. Gut, das musste mal erwähnt werden. Und dann kommen wir zum letzten Pro-Tipp zum Thema HUD, also Heads-Up-Display. Und das ist die Waffenreichweiten-Farbkodierung. Waffenreichweiten-Farbkodierung. Die findet ihr unten rechts bei den Waffen. Ihr seht dort bei den einzelnen Waffen eine Farbkodierung hinter dem Namen. Die Waffe kann entweder schwarz sein, sie kann gelb hinterlegt sein und sie kann grün hinterlegt sein. Außerdem kann eine Waffe komplett rot übermalt sein. Der Fall rot übermalt bedeutet, diese Waffe ist nicht feuerfähig. Entweder ist es eine Ultra AK-5, die Ladehemmung hat, oder eure Waffe ist zerstört. Sehr ärgerlich. Ist eine Waffe schwarz hinterlegt, bedeutet das in dem Fall, dass diese Waffe nicht in der Reichweite des Ziels ist. Sprich, ihr habt ein Ziel unter eurem Fadenkreuz, weil diese Farbkodierung korreliert genau mit eurem Fadenkreuz. Ja? Und dieses Ziel ist so weit entfernt, dass die Waffe nicht treffen kann. Habt ihr eine gelbe Anzeige, bedeutet das, diese Waffe kann den Feind treffen auf diese Entfernung, aber wird nicht den vollen Schaden anrichten. Sobald diese Anzeige auf grün umspringt, also sobald das Waffensystem auf grün unterlegt ist, bedeutet das, dieses Ziel befindet sich in der optimalen Reichweite. Was jetzt noch passieren kann, ist, dass ein Ziel eure Mindestreichweite von der Waffe unterläuft. Da gibt es zwei Waffen, denen das passieren kann, und zwar alle LRM, also Langstreckenraketenlafetten, und die normalen PPCs. Auf Deutsch PPKs. Die Raketen haben eine Mindestreichweite von 180 Metern. Darunter macht ihr keinen Schaden mehr oder nur noch sehr gering. Und die PPC macht auch nur noch sehr geringen Schaden, aber unter 90 Metern. In dem Fall würde die Waffe dann auch die Farbkodierung verlieren. So, ansonsten gibt es zum HUD nicht viel zu sagen. Ganz oben rechts ist vielleicht nochmal ein Augenmerk drauf zu legen. Ich habe ja eben gesagt, dass es in der Mitte in der Anzeige eine Prozentzahl gibt, die den Gesamtzustand anzeigt. Oben rechts ist das Interessante, dort werden die einzelnen Panzerplatten angezeigt.
Wenn sie gelb sind, sind sie leicht beschädigt. Bei Orange sind sie schwer beschädigt. Rot bedeutet fast weg. Und wenn die Umrandung weg ist, dann könnt ihr auf die interne Struktur schießen. Also immer mal, wenn ihr auf ein Mech schießt, rechts oben einen kurzen Seitenblick werfen, aussuchen, welche von den Mechzonen bereits stark beschädigt ist und das Feuer darauf konzentrieren. Dann, ich verspreche es euch, gehen die gegnerischen Mechs auch schneller kaputt. So, ich danke euch fürs Zuhören. Die nächsten Pro-Tipps gibt es dann hoffentlich in ein paar Tagen. Und wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, dann immer her damit. Falls ihr zum Beispiel noch mehr zum HUD wissen wollt, irgendwas, was ich ausgelassen habe, was euch aber wichtig erscheint, raus damit. Wenn ihr Ideen dafür habt, was ich noch in den Pro-Tipps reintun kann, immer her damit. Ich sammle das gerade und ich freue mich über das Feedback. Gut, bis dann. Tschüss.